mir den Sportplatz mal an. Der sieht aus wie ein Marmorkuchen. Weißt du was? Jetzt hau ich dir die Hacke wirklich um den Hals zu. Das, echt? Das sieht hier aus wie ein Marmorkuchen. Weißt du, was ich am liebsten machen würde? Ganz ehrlich. Mich auf den Trecker setzen, eine Fräse dahinter und komplett schwarz machen. Gibt's denn ja mal einen schönen Tag in meinem Leben? Was passiert, wenn ich hier mit dem Fuß über die Linie reibe? Da trete ich dich so lange in den Arsch, bis du grinst. Udo. Ja. Das ist aber schon einen großflächigen Eumel befallen, ne? Ja. Danke, Wilke. So blöd bist du ja gar nicht. Oh, ne, Scheiße. Jetzt wieder einer, hier. Was machst du denn da? Ja, wo das ist aus nach dem Haken. Nein! Doch! Ausmachen! Nein! Na! Das geht nicht! Das geht! Oh, Wilke, du machst doch alles nur Scheiße hier! Nein! Jawohl! Vertrau mir doch mal! Ich vertrau! Gar nicht! Doch. Bleib draußen mit dem Nein, Ding. Das machen wir so! Und du machst doch alles hier nur noch mehr Chaos! Eben den Boden sauber machen! Eben! Hör auf! Schluss jetzt! Hör jetzt auf damit! Warum? Ja, weil du alles in Dreckig machst! Ich puste das raus. Ja, du pustest das raus. Was man auch dazu kann, hier oben nicht rauspustet. Es reicht jetzt. So, Schluss jetzt. Bro. Ja. Wo bist du? Ich bin gerade in der Sauna. Was kannst du blöd quatschen? Ich sitze mit dem Uhr, weil es dann umgeht. Bro. Was ist jetzt schon wieder? Kannst du Brotkrumen auslegen, damit ich dich wiederfinde? Ja, du kriegst dein Krümel aufs Gesicht. Udo! Ja! Wo bist du? Udo! Ja! Wollen wir jetzt einen Tannenbaum fällen oder wollen wir Romane schreiben? Ich hab mir was überlegt, falls jemand verloren geht. Ja, was denn? Wo bist du? Hier! Wilke, weißt du ganz ehrlich, mit dir gehe ich nie wieder in den Wald. Wieso? Nee! Weil es dauernd nur Gefrage ist, wir kommen nicht mal, haben noch nicht mal einen Weihnachtsbaum ausgesucht. Was willst du da hinten? Ey, willst du mir verarschen? Ich soll doch einen Baum aussuchen. Ja, aber da hinten sind doch die ganzen Großen. Weißt du, jetzt reicht's. Was ist? Ich komme nicht mehr raus. Die Bäume sind so komisch gepflanzt. Fahr weiter! Der Chef vom Bounty hat gerade angerufen. Du hast doch schon wieder eine halbe Kokosnuss im Mund. Nee, das ist kaputt. Wird bald wahnsinnig hier. Guck dir mein Auto an mit deinen dummen Ideen. Der von dem Posten ruft mich jeden Tag an. Ist wieder ein Rolli voll. Kannst abholen. Hey, mach die Tür nicht auf. Wie viel Pakete sind das denn? Der 50, 60, ich weiß es nicht mehr. Zähl die nicht mehr. Ja. Dann machst du nicht über die Hügel, der Spar, oder was? Fährst du Slalom? Oh, wow! Seh zu, dass du hier wegkommst. Rückwärts, Udo! Das wollte ich auch! Nimm mit dem Ding da weg! Passt das? Nee, das passt nicht. Da ist gestern noch eine Boeing 747 zwischengelandet und du fragst, ob das passt, oder was? Weißt du, was gleich dir passt? Eine goldene Halskrause in meiner Faust. Also will ich die, verpasse ich dir gleich eine. Dass ich vorwärts fahren muss, das weiß ich auch. Da hat dich gerade eine Igelfamilie überholt. Ja, und wenn eine Schneckenfamilie mit einer Ameisengruppe das ist, dann interessiert mich nicht. Meine Fresse. Geh von dem Ball runter, der ist gehakt. Wilke, der ist doch frisch gehakt. Hau dir das Ding wirklich nochmal in der... Also wirklich, ganz ehrlich. Weißt du, was ich am liebsten wollte? B, B, B. Was ist das denn? Bums, bis, booten. Bums, bis, booten? Erklär das mal den Nicht-Ostfriesen. Bums, bis, booten. Ja, bums, bis weg. Zack, weg. Ja, du hast es wieder auf Plattdeutsch gesagt, du Gurkenhals. Dann bist du weg. Bums, ja, wie geht wieder? Bumsen, booten, booten. Ist draußen. Das versteht man. Mann, Udo, gib's auf. Ja, bums, bis, booten. Jetzt läuft er dann wieder hoch. Der ist frisch gehabt. Ja, ich wollte doch von oben eine vernünftige Aufnahme machen. Ey, du bist jedes Mal, hast du Ausreden. Lauf da noch mehr durch. Ich wollte mich doch nur verabschieden. Was ist das denn hier für ein Krater, Udo?
Hier, guck doch. Wo? Hier. Sag mal, willst du mich jetzt wirklich noch mal auf Weißkuh treiben? Was? Du brauchst das nicht haken, davon geht der Krater auch nicht weg. Ist kein Krater. Udo! Was denn? Guck mal hier. Ja, hier sind überall Löcher. Hier ist wieder ein Krater. Das ist ein Krater, ist das nicht? Das ist ausgetrocknet. Du hast bei jedem Loch eine andere Ausrede. Ja, hier. Du bist du Platzwart oder bist du Gärtner auf dem Mond? Das sieht aus wie eine Mondlandschaft hier. Udo. Was ist jetzt? Hat hier auch ein Bierwagen gestanden? Das ist ausgetrocknet. Hat hier auch ein Bierwagen gestanden? Nein. Was denn? Ausgetrocknet zum 10. Mal. Udo, und hier? Da hast du mit deinem fetten Arsch. Ich hab was vergessen zu sagen. Da brauchst du doch nicht mit dem Auto kommen. Du hast alles so schön richtig gemacht vorhin. Ich hab vergessen was zu sagen. Was denn? Flanders hat gerade angerufen von den Simpsons. Wer ist das denn, Flanders? Ich kenn keinen Flanders. Er möchte seine Stonewall Jeans zurück, Udo. Hau ab! Was ist denn? Hau ab hier. Wieso? Ja, du sollst hier runterfahren. Wieso? Seh zu, dass du mit dem Auto... Du sollst... Ich hau dir da so ein Vierkant rein. Du hast, das ist eine Hake, Udo, kein Vierkant. Hau ab. Tschüss, Udo. Und wer macht am Ende den Rasen kaputt? Die Vögel! Willst du mich jetzt verarschen? Das hab ich dir jetzt zum 5. Mal gesagt. Also bauen wir eine Vogelscheuche. Was willst du mit einer Vogelscheuche? Bist du dumm oder was? Weil die Vögel doch nicht runterkommen. Auf die Idee wärst du nicht gekommen, Stotter-Gönni. Wegen dem Stimmt doch mal nicht! Wohl. Nein! Das ist die einfachste Lösung, eine Vogelscheuche. Ist komisch! Dass du da nicht selber drauf kommst. Das ist die blödste Idee, die ich jemals gehört habe. Leg mich am Arsch, wir bauen in da vorne. Nein. Was siehst du jetzt? Aus hier auch nicht drin, wir gehen da draußen. Fahr den Trecker da. Nein! Das ist zu klein hier drin. Ich hau dir den Tisch gleich um die Ohren, weißt du das? Bauen die doch draußen. Du kannst mich mal am Arsch lecken, weißt du was? Wir bauen hier nichts mehr draußen, wir bauen jetzt hier. Du kannst den Trecker wieder reinfahren, Udo, das ist zu klein hier drin. Ich werde keinen Trecker mehr reinbauen. Und wenn du jetzt so weitermachst, dann bauen wir auch keine Vogelscheuche mehr. Ich wickel dir den Tisch gleich um, weißt du das? Hau dir ab. Bist du sauer? Geh weg da, hau ab. So blöd kann doch kein Mensch sein. Keiner. Udo! Was ist? Du fällst immer wieder drauf rein. Ja. Leg mich am Arsch. Und dann sage ich dir, machst du das noch einmal jetzt? Du fällst ja immer wieder drauf rein. Vicky, ich sag's dir jetzt zum allerletzten Mal. Zum allerletzten Mal. Du hast den Tisch vergessen. Dann bauen wir den jetzt. Wie groß soll denn die Vogelscheuche werden? Mein Gott, der wird ja durchgesägt. Ich bin der Ideengeber und du bist der Macher. Ja. Gemacht hast du auch noch nie was. Festhalten! Wunder sieht denn aus? Nach Erdbeeren pflücken nicht! Bloß nicht Nägeln vergessen, Udo. Stell ihm hin. Nein! Der muss doch erst ein Hemd anhaben. Leck mich am Arsch. Ich mag das so, wie ich das von dir. Du willst ihn besonders modisch anziehen, ne? Ja. Dann zieh ihm aber bloß deine Galoschen an. Warum lässt du mir alles machen? Du hast ein Holz-IT gebaut, Udo. Was soll das denn jetzt wieder? Nein, das ist komplett falsch. Halt fest. Das mach ich doch. So. Zieh ihn erst du noch alle, kannst du nicht buddeln, ja. Da musst du den Vogelscheuch noch irgendwo rein. Ja, aber du kannst doch nicht so. Film das doch von da vorne. Also du hast so eine Waffe. Du musst das auch feststampfen. Das weiß ich. Sieht aus wie IT, ey. Du hast einen viel zu langen Hals gemacht. Ja, und?